Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine komplette aufgebrauchte dekorative Kosmetik für dich, die ich ja 2021 aufgebraucht habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen durchzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir das überlegt, dass ich euch nicht einfach nur so die Produkte zeige. Natürlich lege ich mal kurz über meinen Screen hier auch ein Bild, was ich alles so insgesamt aufgebraucht habe. Dann seht ihr auch, wie viel das war. In Relation dazu, wie viel ich eigentlich benutze, finde ich, ist es eigentlich relativ wenig, weil ich eigentlich jemand bin, ich mag nicht so gern Produkte komplett aufbrauchen. Also gerade so Puderprodukte oder so werden wir hier wenig sehen. Also eher so gar nicht. Also quasi so Blush, Bronzer, Highlighter, sowas ist super schwer aufzubrauchen. Genauso ist es super schwer, eine komplette Foundation aufzubrauchen, wenn man so sprunghaft ist, wie ich es bin. Was ich immer mache, ist, dass ich ja auch meine Aussortiert-Videos euch präsentiere. Da seht ihr dann immer die Produkte, die nicht so gut funktioniert haben. Die Produkte, die gut funktioniert haben, zeige ich euch immer mal wieder so in Schminkvideos, wenn ich euch zeige, was auch gerade auf meinem Schminktisch steht. Und nehme euch auch gerne mit auf Instagram, da einfach mal so ein bisschen, ne, wenn mir was gut gefällt. Oder in meinen Favoritenvideos, Jahresfavoriten, Monatsfavoriten, wenn ich mal dran denke, sie zu drehen. Und jetzt habe ich mir halt einfach gedacht, okay, die Produkte, die hier auf meinem Tisch sind, sind Produkte, die ich von Anfang bis Ende verwendet habe. Das heißt, ich fand sie scheinbar so Oberaffen, tittengeil, dass ich diese Produkte dann auch bis zum Ende aufgebraucht habe. Und das sind dann wohl die allerbesten Produkte wahrscheinlich. Oder sie waren halt einfach da und wurden aufgebraucht. Müssen wir mal gucken. Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als ich hier das ein oder andere Produkt eben auf meinen Tisch gestellt habe, weil doch einige Favoriten dabei sind. Aber was ich wirklich wichtig finde, ist, welches Produkt aus der jeweiligen Kategorie, zum Beispiel Fixing Sprays, Mascara und so, von den Sachen, die ich aufgebraucht habe, ist das beste Produkt. Ne? Also nicht einfach nur jetzt groß meine aufgebrauchten Dinge zeigen, sondern was hat mir davon wirklich am allerbesten gefallen? Bei manchen Sachen sind sie halt einfach da gewesen, ich habe sie aufgebraucht und fertig ist die Laube. Das ist hier von Kiko Pure Clean Wipes. Ne? Da ist, ja, das würde ich jetzt nicht zum Abschminken verwenden. Ich hatte das Ewigkeiten natürlich bei mir am Tisch und habe dann immer mal wieder so ein bisschen was genommen für meine Lippen sauber machen oder, keine Ahnung, einmal so die Swatches entfernen und sowas. Aber das ist nichts, wo ich jetzt großen Favoriten zufinde. Etwas, wo ich aber natürlich ganz offensichtlich einen Favoriten gefunden habe, ist zum Beispiel ein Augenbrauenfixierungsgel. Denn ich habe insgesamt 5 Stück aufgebraucht dieses Jahr. Darunter war 4-mal der 24 Hours Brow Setter in einer kleinen Größe und einmal von Luna by Luna das Brow Gel. Ganz offensichtlich ist das hier mein Favorit. Ich musste echt lachen, als ich da eben 4 Stück aus der Kiste rausgesucht habe. Ich verlinke euch unten in der Infobox auch immer aus der jeweiligen Kategorie das Favoritenprodukt. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn und es deckt sich auch weitestgehend natürlich mit meinen Jahresfavoriten. Wahnsinn. Dann habe ich hier auch noch Augenbrauenstifte aufgebraucht. Da habe ich Catrice Lymatic Ultra Precise, genauso wie Essence Micro Precise. Das Problem bei den Dingern ist, also die sind richtig, richtig gut, brauchen sich aber super schnell auf. Dann habe ich auch noch von Lancôme den Brow Define Pencil, der war auch richtig gut. Von Urban Decay der Brow Beater, der war auch klasse. Von Shein oder SheGlam vor allem Skinny Brow Pencil. Das ist tatsächlich der Favorit jetzt aus meiner Kategorie. Es ist verrückt, aber es ist mein Favorit von den aufgebrauchten Geschichten, weil es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewesen. Eine tolle Farbe. Ich weiß gar nicht, Taupe? Nein. Oder eins? Welche Farbe hatte ich denn da? Steht hier gar nicht drauf. Wahrscheinlich blond oder so. Eine ganz, ganz tolle Farbe, die ich vor allem im Sommer verwendet habe. Dann habe ich von Got2b It's Fine Brow. Von Fenty Beauty den Browfee MVP, nennt sich der, glaube ich. Und von L'Oreal auch einer. Der ist irgendwann grün geworden auf den Augenbrauen. Den kann ich jetzt nicht so ultimativ empfehlen. Also hier auf jeden Fall der von SheGlam wäre da meine favorisierte Geschichte. Ist nur ein bisschen schwer dran zu kommen, weil natürlich brauchst du ja einen gewissen Mindestbestellwert, ne? Und kannst nicht eben in die Drogerie gehen. Also für mal eben schnell wäre der von Catrice, der Ultra Slimatic Precise, mein Favorit. Aber an und für sich, der von SheGlam ist echt klasse. Dann habe ich hier mal ein paar Parfums, die ich aufgebraucht habe. Von Michalski Berlin, das Sunshine. Gutes, gutes Produkt tatsächlich. Ein schöner, warmer Duft.
Ja, ein schöner Sonnenscheinduft tatsächlich. Das hier habe ich auch endlich mal leer gemacht. Goldia The Roman Night, das war Ewigkeiten offen bei mir. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich das tatsächlich leer gekriegt habe. Dann habe ich hier eins von Birkenholz vor allem. Das habe ich eigentlich eher so verwendet, um es so in Verlosungsboxen zu sprühen. Genauso wie diese drei. Das ist einmal von Mugler das Angel. Das habe ich übrigens letztens... Ja, habe ich letztens aufgebraucht als Bodylotion. War auch sehr, also schöner Duft. Habe ich aber auch tatsächlich eher für in Boxen reingenommen. Dann von Sarco Perfume, The Muse. Das fand ich jetzt also auf dem Körper nicht so ganz so geil. Flower Bomb, Midnight, Victor und Rolf. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber mein Favorit bleibt und ist Pure XS von Paco Rabanne. Ein ganz, ganz toller Duft, der sehr, sehr süß ist. Aber den ich gerne mag. Also das ist nicht so ein super erwachsener Frauenduft, sondern halt eher ein verspielter Duft. Und das mochte ich an dem sehr gerne. Ganz toller Duft. Habe ich aber noch nicht nachgekauft, weil ich möchte wirklich versuchen, mich auch so ein bisschen, ja, in meiner Sammlung so ein bisschen mal auszutoben und meine Sachen aufzubrauchen. Das aus meinem Mund ist auch mal crazy. Eyeliner habe ich einige aufgebraucht. Da habe ich von Kat Von D den Tattoo Liner oder KVD Vegan Beauty. Der ist richtig, richtig gut. Hat so eine Pinselspitze. Genauso wie mein Lieblings-Eyeliner von Ayeko, der Black Magic. Der ist einfach, ne? Mein Nonplusultra mega geiler Eyeliner. Mag ich richtig gerne. Von Catrice, It's Easy Tattoo Liner. Der hat leider nicht ganz so lange gehalten. Der war recht schnell aufgebraucht. Dann habe ich von Ayeko den That's Where I Draw the Line. Ja, ist okay, hat aber auch eine Filzspitze. Ist nicht so geil wie der Black Magic. Dann von Clinique Pretty Eyes Liquid Eyelining Pen. Der war auch okay. Von Dreina, den finde ich als brauner Eyeliner sehr, 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 sehr gut. In der Farbe 575 müsste das sein, ja. Sehr schön, hat eine Filzstiftspitze. Von dem Tarteist, ist eigentlich so ein Doppelvieh, habe ich die Kajalstiftseite nicht aufgebraucht, aber die Filzseite, wo halt der Eyeliner, wie ich ihn halt verwende, mit drin ist. Ja, der war auch gut, aber nicht so gut wie der von Ayeko. Und das hier ist eine günstige Variante, Essence Easy Brush Liner. Der hat aber nicht so lange gehalten wie der von Ayeko, obwohl der hier, ich glaube, doppelt so groß ist. Ne? Also da merkt man schon irgendwo einen Unterschied. Und auch der hat eine Pinselspitze, wobei diese Pinselspitze nach vorne zwar spitz zusammengeht, aber die ist halt auch so flach. Da würde ich persönlich wirklich eher den von Ayeko, den Black Magic, empfehlen. Ja, dann habe ich hier ein paar... Nagelprodukte aufgebraucht. Was ich nicht so empfehlen kann, ist hier tatsächlich dieser Nagelsticker von Essence. Da habe ich jetzt einige verwendet, also die sind nichts. Kann ich nicht empfehlen. Nee, also sowohl diese Nailstickers hier für Weihnachten, die lösen sich bei mir ab, weil ich halt so runde Nägel habe, als auch diese Wildflower-Viecher, auch das löst sich bei mir ab. Also ich habe runde Nägel und dann wollen die immer wieder gerade werden und dann gehen die natürlich hoch und lösen sich ab und das ist blöd. Und diese Bracelets, die fand ich ganz gruselig, also die habe ich im Prinzip eher zerstört. Also ich habe immer wieder versucht, mit der Pinzette das abzunehmen und auf meinen Nagel zu machen, aber dabei sind sie sehr oft zerbrochen. Das hier ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Ist jetzt von Douglas, gibt es aber auch von Essence und so. Ne? Also von Essence habe ich auch aktuell eine Anwendung. Das ist so ein Nail Corrector Pen, womit man halt so an den Seiten, gerade wenn man halt diese runden Nagelgeschichten hat, das schön wieder wegschieben kann, wegmachen kann und korrigieren kann, wie der Name schon sagt. Ganz, ganz tolles Produkt. Ich habe eine Nagelfeile aufbewahrt. Läuft bei mir. Ich habe deutlich mehr verwendet. Dann habe ich hier auf jeden Fall, das ist mein Lieblings-Topcoat tatsächlich von Essie, dieser Platinum Finish Blar, kann ich euch mega ans Herz legen. War, glaube ich, auch in meinen Favoriten mit am Start. Wohingegen ich den hier nicht so gut fand, den Gel Setter Topcoat Überlack, weil der ist irgendwie eingetrocknet, bevor ich ihn richtig aufbrauchen konnte. Ich habe auch den Tipp bekommen, dass man das ja verdünnen könnte und so weiter. Nee, also das, nee, nee, nee. Ein Produkt muss von Anfang bis Ende funktionieren. Nee, also da möchte ich nicht irgendwelche Chemieexperimente machen. Dann habe ich drei Nagelöle aufgebraucht und ja, die waren alle soweit so gut. Ne? Von Rival de Loup habe ich hier mit Toffee-Duft das Nail Oil aufgebraucht. Dann Essie habe ich hier ein Nagelöl, wo gar nichts mehr wirklich draufsteht, was ich auch mal in einem Adventskalender hatte. Und von dem Asam das Magic Finish Nail Oil, auch das mochte ich ganz gerne leihen. Aber da jetzt einen kompletten Favoriten, da würde ich wahrscheinlich eher von Essie würde ich das nachkaufen. Ja, allerhand Mascaras, Tüdelü.
kann ich ja mal zählen, wie viele das sind, weil normalerweise habe ich so eine Mascara pro Monat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ungefähr, ne? Also ich habe ein bisschen mehr als eine Mascara pro Monat dann scheinbar aufgebraucht. Ja, da ist uns allen bewusst, natürlich ist mein Favorit davon die Nabla Vicious Mascara, brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Als die rausgekommen ist, hat die gefühlt mein Leben verändert, die hat meine Wimpern verändert, die hat Schwung in die Kiste gebracht, als gäbe es kein Morgen mehr. Wahnsinn, ich habe lange Wimpern, da kommen wir auch nachher zu dem Wimpernserum natürlich, aber die hat es einfach nochmal noch krasser gemacht. Also wenn ich die drauf habe, dann gehen meine Wimpern wirklich bis zu meinen Augenbrauen und die färbt die Wimpern richtig toll und tiefschwarz ein. Man muss mit ihr klarkommen, das ist eine etwas zickigere Mascara, aber sie ist richtig geil. Mega empfehlenswert. Ja, alle Mascaren, die ich aufgebraucht habe, sind geil gewesen. Auch hier von Lancôme, die Idol Mascara war auch sehr, sehr schön. Das hier war auch ein ganz großer Favorit von mir, von L'Oreal, die Air Volume Mascara. Die ist auch sehr, 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 sehr klasse. Hat ein Faserbürstchen. Also die hat mir auch richtig gut gefallen. Die ist jetzt natürlich super schmodderig, weil irgendwann wird die schmodderig. Also richtig gut. Ich kann empfehlen, dass ihr wirklich mindestens alle 6 Wochen eure Mascaren, wenn ihr sie täglich verwendet, wechseln solltet, weil es kann zu Augenentzündungen führen, wenn man das nicht macht. Ne? Also deswegen sollte man vorsichtig sein. Die hier fand ich auch ganz gut. Das ist ja eine neue Geschichte von Benefit gewesen. Die The Real Magnet Mascara, auch eine witzige Geschichte, weil die soll ja irgendwie so was Magnetisches drin haben, dass die Wimpern besser abgehen. Ja, das hier ist auch eine ganz coole Geschichte, weil die halt macht, dass deine Wimpern wachsen von Glam & Doll, von Catrice, die Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Die habe ich gerne so als, deswegen habe ich auch mehr als nur 12 Mascaren aufgebraucht, weil ich teilweise welche halt gleichzeitig verwendet habe. Die habe ich dann so unten drunter verwendet als eine Schicht, weil als alleinige Mascara wäre mir das zu wenig gewesen und das sollte halt auch noch das Wimpernwachstum anregen. Ja, besser haben als brauchen, ne? Aus der Reihe habe ich die Lash Colorist aufgebraucht. Die ist richtig klasse gewesen. Auch die in der dünnen Schicht als erste Schicht runtergegeben, weil die Wimpern ein bisschen eingefärbt hat. Und wenn man dann ungeschminkt war, hat man trotzdem so leicht eingefärbte Wimpern gehabt und das hat dann so ein bisschen schöner ausgesehen. Gerade weil ich ja auch so blond bin. Weil ich blond bin und deswegen auch meine Härchen etwas heller sind. Ne? Hat mir das ganz gut gefallen. Dann auch aus der Reihe habe ich hier die... Oh, meine Nase. Es ist auch alles voll mit Hundehaaren irgendwie gefüllt gewesen. Wahnsinn, dieser Hund ist eskalativ am Abgehen mit seinen Haaren. Die Glam & Doll False Lashes Mascara, die konnte ich alleine tragen und die hat richtig tolle Wimpern gemacht. Die hat mir mega gut gefallen. Die hatte mir nicht so gut gefallen, weil die super schnell eingetrocknet ist. Von Nee, die Deep Black Extension Mascara. Und die war auch nicht so mega intensiv vom Ergebnis her, aber sie war halt da und hat funktioniert. Von MAC, diese 3D Dimension Mascara, die fand ich extrem gut. Die hat auch so ein fettes Bürstchen. Ähnlich wie die Man Eater Mascara von Tarte zum Beispiel, die ich jetzt auch aktuell in Anwendung habe, aber die jetzt auch mittlerweile ihren Geist aufgibt. Ne? Es gibt auch von Catrice eine Bold irgendwas Mascara, glaube ich, die auch so ein fettes Bürstchen hat. Schon ziemlich geil. Joa. Die hier war ultimativ gut, die kann ich nur empfehlen, wenn man Bock auf Avavoom hat. Von Maybelline, The Falsies Lash Lift Mascara, die fand ich sehr, sehr gut. Das hier ist ein gutes Dupe eigentlich zu der Nabla Vicious Mascara, die Catrice Iconista. Die ist jetzt aber leider, glaube ich, gar nicht mehr im Sortiment drin. Die hat auch so ein Mini-Bürstchen, ne? Also so ein ganz kleines, feines Gummibürstchen, womit man auch klarkommen muss. Aber die funktioniert sehr, sehr gut. Das ist halt ähnlich wie bei der Vicious Mascara. Die muss ich erstmal ein bisschen eingrooven. Aber wenn sie eingegroovt ist, dann geht die ab auf den Wimpern. Dann habe ich die Extreme Lash Volumizing Mascara von Revolution aufgebraucht. Die fand ich auch ganz gut. Auch ein ganz, ganz tolles Produkt ist die Superhero Mascara von It Cosmetics. Die macht auch wirklich ein ganz, ganz... Ich sage sehr oft dieses ganz, ganz, ne? Tut mir leid, wenn ich euch trigger. Die macht ein tolles Ergebnis auf den Wimpern und die kann ich euch empfehlen. Und die by Terry Mascara Terribly Gross Booster hat auch so ein Wachstumsvieh mit dabei. Auch die habe ich mir dann in der dünnen Schicht aufgegeben und dann andere Mascaren drüber gegeben. Dementsprechend hat die alleine nicht so super funktioniert, aber halt in Kombi mit anderen Mascaren. War die ganz gut. Ja,
Kommen wir zu Lippenprodukten, denn da geht es gerade hier auf meinem Tisch weiter. Da habe ich als Lippenfarbe-Produkten 3 Stück aufgebraucht. Das ist einmal ein Lip Liner von Revolution in der Farbe Noble. Das war ein schöner nudefarbener Lip Liner, aber der war super schnell aufgebraucht. Das fand ich echt krass. Dann habe ich in meiner Adventskalenderzeit von Armani ist es, glaube ich, gewesen, den hier aufgebraucht. Das ist ein ganz kleiner, der war mal irgendwo mit dabei als kleine Probe. Ne? Da war auch nicht super viel drin. Ja, war okay, aber muss man nicht nachkaufen. Was ich aber super empfehlen kann, ist dieser Buttergloss von NYX in der Farbe Tiramisu. Den hatte ich mal irgendwann in einem Adventskalender drin und ich finde den hammermäßig. Nicht nur die Farbe, sondern auch die Konsistenz. Und ich mag dieses, weiß ich nicht, ein Hauch von Farbe, ein Hauch von Pflege. Der ist richtig, richtig gut. Dann habe ich auch noch einiges an Lippenpflege aufgebraucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen habe ich aufbewahrt. Ich glaube, ja, am liebsten mochte ich dieses hier, ne? Von Avon True, das Nourishing Lip Oil. Das fand ich richtig toll. Das hatte ich immer so in der Jackentasche und habe mir das dann immer so drauf gemacht, wenn ich zur Arbeit gefahren bin oder wenn ich nach Hause gefahren bin, ne? Und das war immer so in meiner Routine halt drin oder wenn ich mit Sammy spazieren war. Das hier ist auch gut, aber halt echt teuer von By Terry, dieses Baume de Rose Rampampam. Was macht der da? Der wollte Burger machen. Wahrscheinlich eskaliert er gerade ein bisschen. Egal. Würde ich aber eher das von Avon bevorzugen. Und dann habe ich ein, oh ja, der war auch gut. Eucerin Lip Active. Das war halt so ein Lippenstiftbalsam, ne? Von Catrice Clean ID, den Lip Balm. Habe ich, glaube ich, gar nicht aufgebraucht. Hä? Da ist noch was drin. Ja, doch. Den habe ich aufgebraucht. Oh, ich kann mich gar nicht an den erinnern. Tja. Ah. Doch, das war so ein leicht süßer, keine Ahnung, kann mich da nicht gar nicht so groß nicht dran erinnern. Das ist ein ganz toller Lippenbalsam für im Sommer von Freiöl Hydro Lipstick Lichtschutzfaktor 50. Das ist super, ne? Weil so ein Sonnenbrand auf Lippen mag niemand, also dementsprechend schützt auch eure Lippen. Dann habe ich den Dreamy Winter Vanilla Lip Balm leer gemacht. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich glaube, von Margret war das. Mochte ich an und für sich von der Pflege und so weiter sehr gerne. Aber ich mag das nicht so gerne, wenn ich mit meinem Finger irgendwo reingehe. Und von Clorin habe ich diesen Hydra Essential Moisture Replenishing Lip Balm leer gemacht. Auch der war ganz gut. Den habe ich vor allem abends verwendet und so als Lippenmaske aufgetragen. Ja, dann habe ich Lidschattenbases leer gemacht und zwar 2 Stück. Einmal von Urban Decay die Eyeshadow Primer Potion und von Essence You Better Work diesen Eye Primer. Und da fand ich den von Essence besser. Im Prinzip waren die sehr, sehr vergleichbar und sehr ähnlich, aber das ist einfach viel günstiger. Also, ne, der war besser, definitiv. Aber ich glaube, das war auch irgendein Produkt, was jetzt ausgelistet wurde. 2 lose Puder habe ich aufgebraucht, aber halt auch nur so kleine. Einmal von Becca dieses Hydra Mist Puder, das mochte ich enorm gerne und mochte ich auch tatsächlich lieber als das andere, was ich aufgebraucht habe. Und zwar von H&M, das Translucent High Definition Invisible Loose Powder. Ne? Also da mochte ich das von Becca lieber. Schade Schokolade, Becca produziert seit September letzten Jahres nicht mehr. Aber Smashbox hat Becca in das Sortiment mit integriert oder wird es machen. Ich habe noch keine Becca mit Smashbox-Produkten irgendwo in Online-Shops gesehen. Falls ihr was dazu findet, schickt mir das ganz gerne mal. Genau, ja. Irgendwas ruckelt hier, ich bin das. Okay, da fand ich aber das von Becca auf jeden Fall besser. Ja, Tools und Schwämmchen. Da habe ich 4 Schwämmchen leer gemacht. Aufgebraucht. Die sind einfach nicht mehr, die sind Uppe mittlerweile, ne? Ich packe die ja immer in die Waschmaschine mit rein und habe natürlich ja, viel Schwämmchen verwendet, aber sie halten einfach länger, wenn ich die auch in die Waschmaschine packe, weil die dann meiner Meinung nach von der Tiefe her auch gereinigt werden. Jedenfalls habe ich das Gefühl davon. Aber wenn sie halt irgendwann nicht mehr schön aussehen oder wie auch immer, dann werden sie halt aussortiert und ich kann euch auch empfehlen, dass man da halt immer mal wieder auch Schwämmchen aussortiert, sollte man machen, weil sonst könnte es sein, dass da irgendwelche Bakterien sich ansammeln. Ich habe das aber auch immer mit einem Hygienewaschmittel mitgewaschen, also von daher bei mir waren die immer sauber. Da ich 2 Stück von den Luvia mit Maxim-Schwämmchen aufgebraucht habe, würde ich die jetzt auch einfach mal als meinen Favoriten aus der Kategorie betiteln. Und einen Pinsel von BH Cosmetics habe ich aufgebraucht, weil er einfach, ich habe versucht, ihn zu kleben, das hat nicht so funktioniert. Der fliegt einfach immer wieder ab. Ich weiß nicht, was ich damit angestellt habe. Er ist ein bisschen außer Form gekommen, ne? Jo. Und dann habe ich hier, oh mein Gott, ziemlich viele Fixing-Sprays oder Setting- und Fixing-Sprays. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Ja, aber da sind auch kleine mit dabei. Das hier war okay, aber halt kein settendes Spray. Das ist halt eher so ein hydratisierendes Vieh gewesen, was ich mir zwischendurch mal so, wenn es hier auf dem Tisch stand, mal so drüber gegeben habe, ne, damit ich mich nicht fühle wie eine Trockenpflaume. Von Jordan Samuel Skin Hydrate the Mist. Ja, braucht kein Mensch eigentlich, ne? Das hier fand ich eigentlich ganz gut. Riva Loves Me, das Pastel Breeze Cucumber Setting Spray, war aber eine Limited Edition. Ja. Tja, also das hier fand ich schon sehr, sehr gut von Morphe. Das Continuous Setting Mist war jetzt in der Pride Edition gewesen. Mochte ich eigentlich gerne, aber die Marke möchte ich nicht so gerne unterstützen. Deswegen würde ich das hier jetzt nicht als meinen Favoriten betiteln, sondern eher das hier zum Beispiel von MAC Prep & Prime Fix Plus Rose. Das fand ich nämlich sehr, sehr gut als Setting Spray. Das hat nicht unbedingt gemacht, dass mein Make-up länger gehalten hat, sondern es hat gemacht, dass meine pudrigen und cremigen Texturen besser miteinander verschmolzen sind und das Ganze etwas flawlesser aussah. Deswegen würde ich das eher so als meinen Favoriten sehen. Was halt das Make-up fester hat, ist von Urban Decay, der All-Nighter. Ne? Da habe ich zwei kleine von leer gemacht. Die sind schon ziemlich geil. Die sind richtig, richtig gut. Gibt es auch immer mal wieder so in Rabattaktionen und so. Also die kann ich euch auch empfehlen. Hier steht zwar Setting Spray drauf, aber es ist eigentlich eher ein fixierendes Spray, finde ich. Also für mich. Das hier war auch eher so ein, ja, mal so zwischendurch Spray von Grace and Stella, das Rose Vieh. Ebenso ergeht es auch dem Nutra Skin Gedönsen. Das haben wir auch mal in der Box mit drin. Das ist ja winzig klein gewesen. Hello Good Stuff 3-in-1 Face Mist. Das fand ich auch okay, aber halt nicht überragend. Perfectitude von Love 3-in-1 Prime and Fix Spray konnte man sowohl als Primer verwenden, als auch als Fixing Spray. Als Primer wäre zu wenig, ne, aber oben drüber, um das Ganze halt verschmelzen zu lassen und länger haltbar zu machen, war das ganz okay. Hier ist tatsächlich noch was drin. Nee, das fühlt sich einfach nur noch so an. Das war gerade so schwer. Nee, da ist nichts mehr drin. Keine Ahnung. H&M Make-up Setting Spray, kann ich mich nicht dran erinnern, war wahrscheinlich Anfang des Jahres. Caudalie Eau de Beauté, das ist eher so ein Ding, was ich dann auch für zwischendurch so verwendet habe. Dann von NE Mini Make-up Fixer, das fand ich ganz gut, das habe ich auch relativ zu Anfang leer gemacht. Ne? Und von Bare Minerals, das Duo Mist, da muss ich sagen, da war der Sprühkopf total furchtbar. Aber ansonsten war das Produkt ganz nice, ne? Weil es halt so ein Dewy Spray war. Bei Blush habe ich tatsächlich eigentlich nur eins richtig leer gemacht und das andere habe ich eher umgefüllt. Also, ne, ich will jetzt ja nicht hier flunkern. Von Elixir Beauty, den Illuminateur Naturell Vegan und Eco-Friendly, bla bla bla. Das habe ich umgefüllt in so eine Clavou Cushion Foundation Verpackung, deswegen, ne. Aber den hier finde ich sowieso ziemlich geil. Von Milk Make-up in der Farbe Work ist es so ein kleines Ding gewesen, was wir mal irgendwo in einem Adventskalender oder so drin hatten. Ja. Mochte ich sehr gerne. Toller Cream Blush. Kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr das ausprobieren möchtet, der hält euch ewig und 3 Tage. Holt euch die kleine Variante. Und dann habe ich tatsächlich einen Highlighter leer gemacht. Aber da habe ich auch ewig dran gesessen. War so ein kleiner Pöttchen-Highlighter von Alverde. Ja, nennt sich einfach Highlighter, ne? Und den habe ich mir dann immer mit dem Pinsel aufgetragen. Das hat ganz gut funktioniert. Jo, der war auch okay, ne? Also den mochte ich auch gerne leiden. Da habe ich ja echt komplett alles rausgekratzt. Wahnsinn. Doch. Der hat mich lange begleitet. Echt. Dann habe ich ja 4 Foundation-Proben eigentlich viel mehr aufgebraucht. Das fand ich eigentlich ganz toll im Sommer, glaube ich. Skin 79 BB Super Plus B Blush Balm. Ja, den fand ich eigentlich ganz gut. Aber noch besser, weil ich es einfach, ich mag die sehr gerne. IT. Wow, IT Cosmetics, Your Skin My Better. CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream mit Lichtfaktor 50. Habe ich hier in der Farbe Light gehabt, eine kleine Tube. Die fand ich extrem gut und kann ich mega empfehlen. Habe ich auch immer eine von im Schrank. Die fand ich auch schön, aber da finde ich persönlich besser die CC Cream von Eborian. Das war jetzt in der Farbe Nude. Ich glaube, die war mir dann auch dementsprechend etwas zu warm. Ich bin ja sehr hell und die fand ich furchtbar. Sante Natur Kosmetik in der Farbe 03. Ja, habe ich mir dann ja mal in einer anderen Farbe in groß nachgekauft und auch die war furchtbar. Also die Foundation an sich kann ich nicht empfehlen. So, Concealer. 4 Stück. Ne? Ja, da sind tatsächlich auch 3 Favoriten eigentlich von mir mit dabei, die ich auch schon in Videos genannt habe. Zuallererst habe ich von Charlotte Tilbury den Magic Away Liquid Concealer aufgebraucht, den ich wirklich toll finde. Da gibt es aber auch gute Alternativen von Nabla. Da gibt es von Revolution auch einen, der wirklich, ich glaube echt, eine kleine Nachmache davon ist. Es muss nicht so ein teures Vieh sein. Es geht auch vollkommen klar, wenn man andere nimmt.
ist so, ne? Den L'Oreal Perfect Augenpflege Concealer mochte ich auch sehr gerne leihen. Das ist ein leichter Concealer, den ich euch empfehlen kann. Ebenso ist es auch mit dem 3-in-1 Eye Care Concealer von Nivea, Hyaluron Cellular Filler. Also da muss ich tatsächlich euch jetzt, ich muss mich entscheiden. Dann nehme ich den von Yves Saint Laurent, weil den habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal in Anwendung. Also ich habe da jetzt, ich glaube, letztes Jahr einen von aufgebraucht, also 2020 einen von aufgebraucht und 2021. Deswegen, und einen davon habe ich letztens erst nochmal in Anwendung genommen. Der ist einfach toll. Touche Eclat Radiant Touch Concealer. Ich glaube, das ist wirklich mein Favorit, was Concealer angeht. Ja, von den dreien. Vieren. Definitiv. Ja, Primer. Wow, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Primer habe ich aufgebraucht, wobei da auch kleine bei sind. Also ich habe mich auch versucht, wirklich auf die kleinen Größen so zu stürzen. Nicht nur, weil ich wusste, dass ich jetzt dieses Video auch drehen möchte und euch auch ein paar Produkte zeigen möchte, sondern auch, weil ich einfach diese kleinen Geschichten aus meiner Sammlung raushaben möchte, um sie einfach aufzubrauchen. Was sollen die denn so lange darin versauern? Und hier wird es mir auch schwer fallen, weil ich mag eigentlich super gerne zwei von denen, richtig, richtig gerne. Den hier fand ich okay von Fenty Beauty, der Pro Filter Instant Retouch Primer. Ja, ne, ein bisschen. Also den kann ich jetzt nicht, oder hätte ich nicht richtig so im Winter verwenden können, weil dafür wäre der mir ein bisschen zu trocken gewesen. Aber an und für sich eine gute Geschichte. Von Charlotte Tilbury Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Glow Primer. Auch das eine schöne Geschichte, aber da gibt es bessere. Oder auch günstigere. Die Natural Radiance Base Lumiere von MAC Prep and Prime Geschichte habe ich aufgebraucht. Ja, auch das war so eine, ich mag halt diese Strahlkraftviecher. Den hier habe ich, glaube ich, zuallererst aufgebraucht von Lancaster Skin Life. Hat auch einen Lichtschutzfaktor 30 angeblich mit drin, aber so dick trägst du dir den nicht auf, um diesen Lichtschutzfaktor zu erreichen. War okay. Den hier fand ich erstaunlich gut. Gut von Maybelline Face Studio Prime Illuminating Primer. Den hatten wir 2020 im Adventskalender drin, weil der auch wirklich einen schönen Glow gegeben hat. Der Too Faced Hangover Concealer, ach Quatsch, Concealer vor allem, Primer ist nicht ganz so meine Welt. Nee, den mochte ich nicht ganz so gerne. UV Protection von Clavoux, oder? Was bist du? Priming? Clavoux, ja. Priming Sun Cushion. Ist halt eine richtig reichhaltige Geschichte gewesen, die man halt unter dem Make-up getragen hat, die aber nicht gemacht hat, dass das Make-up gekrümelt hat. Also das mochte ich sehr gerne, war aber extrem schnell aufgebraucht. Und jetzt habe ich hier zwei kleine Schätzeleins, die ich beide richtig gerne mag, aber ich muss mich für einen entscheiden und deswegen entscheide ich mich für How Cosmetics Pearl Shine Elixir, denn das habe ich jetzt schon zum dritten Mal in Anwendung. Also ich finde es einfach toll. Ein geiler Primer, der Glow spendet und der mir einfach richtig, richtig gut gefällt. Der Tensational von Catrice ist zwar auch enorm gut und sehr empfehlenswert, aber ein ganz kleines bisschen zu dunkel für mich, sodass ich ihn nicht unbedingt ganzjährig verwenden kann. Deswegen, ich muss mich entscheiden, How Cosmetics. Das hätte ich eigentlich noch zu Tools mitnehmen müssen, denn da sind Pads gewesen, um den Nagellack zu entfernen. Von The Sign Tribe Remove and Chill Reusable Nail Polish Remover Pads. Das sind halt einfach wiederverwendbare Nagellackentferner-Pads. Und deswegen, ich weiß nicht, habe ich das irgendwie hier mit reingenommen. Gehört irgendwie in gefühlt die Nagelkategorie und auch die Tool-Kategorie. Fand ich auf jeden Fall klasse. Hier habe ich jetzt meine Haarbooster für Augenbrauen und Wimpern drin. Da sind natürlich vor allem Grande Cosmetics Produkte drin. Ich habe das Lash MD einmal, zweimal leer gemacht. Das hält bei mir auch immer ungefähr ein halbes Jahr, deswegen kommt das ganz gut hin. Das ist ein so geiles Zeug, also das kann ich euch einfach mega empfehlen. Ist mit Hormon, das sage ich jetzt auch immer mit dazu, weil ich das wichtig finde, nicht, dass irgendwie eine Frau schwanger ist und sich das nachkauft, weil das sollte man nicht tun. Das macht, dass die Wimpern halt einfach explodieren. Ne? Ich finde es klasse, wirklich. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Das Grande Brow habe ich zweimal aufgebraucht. Das habe ich hier. Auch das ein ganz, ganz tolles Augenbrauenserum, was die Augenbrauen halt wirklich wachsen lässt. Also ich habe dank Grande Cosmetics, und das ist halt auch einfach mein Favorit, Gesichtshaare bekommen, nein, Wimpern und Augenbrauen bekommen, mit denen ich mich einfach wohlfühle. Und deswegen empfehle ich euch die immer wieder und sage euch auch immer wieder, Purish führt diese Produkte normalerweise im Onlineshop. Dort könnt ihr mit Claudis Welt 15% sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision. Jenny, also meine Kontaktperson dort, hat mir auch letztens erst per SMS geschrieben, dass sie mich benachrichtigen wird, sobald die Grande
Kranio Cosmetics Produkte wieder dort verfügbar sein sollten. Sobald ich das als Info bekomme, poste ich das auf Instagram, Leute. Denn auch ich brauche Nachschub. Und das ist halt ein Online-Shop, dem ich vertraue, wo ich weiß, dass da keine Fake-Produkte oder sowas sind. Ne? Bei Amazon bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Dann habe ich hier das Forever Young Lash & Brow Wonder mal ausprobiert. Das gab es bei Asam Beauty mal. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, verwendet. Habe ich das dazwischen verwendet oder davor? Ich weiß nicht, aber ich fand das eigentlich echt gut. Ne? Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also sowohl für die Wimpern als auch für die Augenbrauen habe ich das angewendet. Das von The Heroin Company mochte ich leider nicht so gerne. Ist vor allem auch super schnell leer gegangen. Das kann ich nicht so empfehlen. Ja, Alto Belly. Ne? Also schon einiges an aufgebrauchter Kosmetik, aber ich finde, gut, ich habe jetzt ja auch nicht alle Produkte mit reingenommen, wo ich irgendwie ein Hit the Pan oder sowas gemacht habe, weil das ist ja, ne? Aber ja, weil ich mag meine Sammlung und ich mag es ungern, wenn Produkte meine Sammlung verlassen, weil ich sie aussortiere, weil ich sie nicht mehr mag, weil sie gekippt sind oder wenn ich sie aufbrauche. Das ist immer traurig. Bei Mascara ist es klar, es ist ein durchlaufendes Gedönsen. Ne? Bei Primern ist auch klar gewesen, dass ich so viele aufbrauche. Fixing Sprays auch. Ja, Eyeliner auch. Eigentlich war das klar, dass die Kategorien, die ich jetzt hier auch gezeigt habe, so groß sind, wie sie sind. Aber mal gucken, was ich dieses Jahr so aufbrauchen werde in 2022. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch so grob dran erinnern könnt, wie viel ihr so aufgebraucht habt oder vielleicht, was das letzte Produkt war an dekorativer Kosmetik, was ihr aufgebraucht habt. Das finde ich auch mal ganz interessant. Und jo, das war es jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!